herzlich willkommen. Gerne lade ich dich ein, mir wieder zu lauschen und vielleicht kann ich dir heute wertvolle Impulse mitgeben bei Lache, Tanze, verliebe dich in das Leben und transformiere zugleich deine Ängste, Sorgen und einengenden Gefühle. Wir leben auf einer Spielwiese mit unendlich vielen Facetten und Möglichkeiten. Welches Spiel du heute spielen möchtest, das entscheidest alleine nur du. Deine Mitspieler sind dir garantiert. Wir wissen mittlerweile sehr gut, dass unsere Gedanken viel Macht auf unser Leben haben. Oft ist es uns jedoch nicht unbedingt bewusst, beziehungsweise vergessen wir diese ureigenste Macht, dass wir absolute Schöpferwesen sind. Ängste, Sorgen und einengende Gefühle lenken uns dabei in Sekundenschnelle ab und wir hängen wieder in der Dauerschleife des Bewertens, Urteilens, Jammern und Bemitleiden. Das ist rein menschlich, weil alles Erlebte in unseren Zellen gespeichert ist, das uns im Dasein prägt. Doch wir sind nicht Opfer, sondern Schöpfer und wir haben jederzeit die Wahl, auf welches Programm wir uns einlassen möchten. Stell dir vor, dein Leben ist wie ein Fernseher mit vielen gespeicherten Programmen. Für welches Programm entscheidest du dich? Für ein Liebesdrama? Für einen Science-Fiction-Film? Einen lustigen Spielfilm? Psychothriller, Krimi, einen Fantasiefilm, Actionfilm, einen Historyfilm oder noch besser einen romantischen Liebesfilm. Du hast die Wahl. Super toll, wirst du jetzt sagen. Und wie ändere ich nun das Programm auf ein besseres? Ganz einfach. Benutze deine Fernbedienung. Ja, aber so leicht ist das nicht. Stimmt, wenn es so einfach wäre, dann wären wir alle schon erleuchtete Meister. Schauen wir uns mal das Sorgenprogramm an. Warum sich überhaupt Sorgen machen? Wenn du Sorgen über gewisse Umstände hast, dann hast du kein Vertrauen in das Leben. Oder du sorgst dich über eine andere Person, dann schwächst du dich und auch die Person, um die es sich handelt. Du gibst ihm nicht das Vertrauen, sein Leben gut zu führen. Jeder hat seine Lernerfahrungen und darf diese selbst meistern. Vertraue einfach. Wenn deine Hilfe benötigt wird, dann sei da. Gekoppelt ist das Sorgenprogramm auch mit dem Programm der lieben Angst. Angst gehört zum Leben. Jeder Mensch kennt dieses Gefühl. Es schützt uns in manchen Situationen und kann sogar lebensrettend sein. Doch Angst kann auch zerstörerisch wirken und destruktiv. Ängste und Sorgen rauben deine Lebensenergie, schneiden dich von deinem wahren Leben ab, von der unendlichen Fülle, die du erleben könntest. Sorge dich nicht über die Zukunft, denn du weißt nie, was in einer Woche, in einem Monat oder in einem halben Jahr ist. Warum schon vorab sich Sorgen machen? Man verfängt sich oft in ein Netz von Gedanken, Sorgen und Ängsten, denkt an mögliche Ereignisse, die wahrscheinlich nicht eintreten würden. Man will das Leben kontrollieren. Man katapultiert sich aus der Gegenwart heraus und verfängt sich in ein Labyrinth. Finde den Weg aus dem Labyrinth nicht mit "Was wäre wenn?", sondern "Wie kann ich meine Situation annehmen und vertrauen?" Auch wenn es gerade eine schlechte Ausgangslage gibt, akzeptiere diese Situation
da es keinen besseren Weg als die Annahme gibt, um eine schnellstmögliche Veränderung herbeizuführen. Der Widerstand, diese Situation nicht zu wollen, löst sich so schneller auf. Arbeite an dir. Und ein guter Affirmationssatz wäre: Ich nehme jede Situation an und kann sie leicht und einfach lösen. Dein Leben wird Tag für Tag leichter. Ja, es ist ein Stück Arbeit. Schritt für Schritt. Sei geduldig mit dir. Setze bewusst deine Ziele, deine positiven Gedanken, damit das Leben erkennt, was du manifestieren und anziehen möchtest. Der Prozess einer Manifestation besteht aus 4 Schritten. Erstens, Akzeptanz der Lebenssituation und Zufriedenheit. Besser gesagt, im Frieden sein mit der Lebenssituation. Zweitens, Dankbarkeit für alles, was ich habe und für alles, was ich bin. Drittens, die Beschreibung meiner Vision und meiner Zielsetzung. Viertens, loslassen und lass das Leben für dich arbeiten durch dein Vertrauen. Sehe jede negative Situation in deinem Leben als Chance und stelle dir dabei die Frage: Was ist das Geschenk an dieser Situation, für das ich dankbar sein kann? Was ist die Lernchance dieser Situation und was soll ich in meinem Leben verändern? Was auch ganz wichtig ist: Lebe im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Lass die Vergangenheit dort, wo sie hingehört, eben in der Vergangenheit. Alles, was in der Vergangenheit war, hat sich bereits zugetragen. Nimm die Erkenntnis mit und nimm diese mit als deine persönliche Reife. Denn genau das ist unsere Spielwiese. Wir sind da, um zu reifen, um zu lernen und um ganz zu werden. Und die Zukunft bringt das, wohin du im Hier und Jetzt deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit, deine Zielsetzung lenkst. Wenn es mal Tage gibt, an dem alles sehr schleppend geht und du nichts auf die Reihe bekommst, dann sprich mit dir und sprich dich an mit deinem persönlichen Namen, mit deinem inneren Kind, wie zum Beispiel: Silvia, was ist los mit dir? Warum bist du heute so schlecht drauf? Was brauchst du heute, damit es dir wieder besser geht? Wo sitzt dein innerer Schmerz? Silvia, geh raus in den Wald, in die Natur, atme tief durch und hol dir Energie. Du schenkst dir damit Mitgefühl, Trost und eine liebevolle Zuwendung. Ablenkung bringt dich nicht weiter, sondern nur die Stille in dir. Du alleine entscheidest, wie lange du deinen Unrat mit dir mit rumschleppst, das nur ein Hinauszögern deiner Themenbearbeitung ist. Du bist ein Schriftsteller deines Lebensbuches. Du hast die Wahl. Stelle dich der einengenden Gefühle. Nimm sie an. Lass dich ein. Und fühle, fühle und fühle. Am besten mit geschlossenen Augen. Auch wenn du nicht hinschauen möchtest und dich am liebsten ablenken würdest, nimm dir die Zeit für ein paar Minuten und fühle das Gefühl. Ohne Druck, mehr brauchst du nicht machen. Das Gefühl einfach wahrnehmen, so wie es ist. Du akzeptierst und nimmst das Gefühl somit an. Es wird dir bewusst, dass du deinen inneren Widerstand aufgibst. Nur so kannst du das Gefühl transformieren und verändern. Durch die Annahme deines Gefühls löst sich dein Widerstand, es weghaben zu wollen, auf. Und das ohne Druck, ganz sanft und ganz leicht. Atme tief ein und aus in deinen Brustkorb bis zu deinem Bauchraum. Öffne deinen Brustraum, dein Zentrum zu deinem Herzen und sag ja,
Ja zu deinem Abenteuerleben. Nimm dein Leben mit all seinen Facetten an, auch wenn es oft nicht so gut gelaufen ist, aber du durftest durch gewisse Lektionen lernen und reifen. Das ist der Lohn. Wunderbar, oder nicht? Wer sagt, dass das Leben leicht ist? Jedoch durch das Vertrauen ins Leben selbst kannst du es dir leichter machen. Lenke dein Schiff und sei ein guter Kapitän. Lächle, tanze und lass dich als wundervollen Mensch feiern. Denn du bist da, um das Leben zu erfahren, zu fühlen, zu lieben und zu leben. Alles, alles Liebe.